Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Im letzten Part hatten wir so einen kleinen Plausch mit Blodwyn, hatten eine leichte Meinungsverschiedenheit und irgendwie trage ich jetzt einen Kopf mit mir in meinem Inventar herum, aber das passiert manchmal so. Ne? Das ist so, raue Gegend und raue Zeiten erfordern manchmal auch raue, kopfabtrennende Maßnahmen. Und ja, wir sind gerade dabei, die Wachen davon zu überzeugen, die Sklaven freizulassen. So, was weißt du über die Gruft? Weißt du was über die Gruft? Ja, die Gruft liegt hinten in diesem Gang. Immer den Leichen nach. Dann wirst du sie schon finden. Wunderbar. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Schade, dass wir nur noch so wenig Sklaven haben. Genug Probleme hätte. Wir müssen bald mal neue holen. Die Tippen sind schon völlig kaputt. Liegt wohl daran, dass sie so wenig zu fressen kriegen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Und dann zieht er sich die Butler wieder an die Arbeit, als dass ich den Hunden ein Stück Fleisch abgebe. Mhm. Nett von dir. So, wir kümmern uns jetzt mal drum. So, mein Bruder. Lass die Sklaven frei. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich habe mit Torus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Mhm. Okay, wenn Torus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Mach das mal. Hol dir eine Suppe, ein kleines Bierchen debi, ein Schnäpske debi. Ne? Links das Hartgas, rechts das Bier. Hey. Dann geht das schon. Alles klar, ihr könnt abhauen. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Hau einfach mal ab, ne? So, viel Spaß. Damit moven die alle davon. Da ist jetzt... Hauen denn alle ab? Auch die anderen Butler und so? Nö, die haben noch Bock. Die haben noch richtig Bock. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay, gut, dann... Arbeiten wir uns hier mal durch eben, durch alles, was da an Gold jetzt freigelegt worden ist, würde ich sagen. Auf geht's. Hi. Einfach mal hacken. Immer wieder hacken. Immer wieder hacken und hacken und hacken. Einfach drauf hacken. Hacken und hacken. So, hier gibt's nichts mehr zu holen. Upp. Und es wird gehackt, was geht. Der Trümmerschlag. Das ist hier wie bei so einem Pokémon, weißt du? AP aufgeladen, zack, Trümmerschlag geht raus. Namenloser Held setzt Trümmerschlag ein. Alter, hier kommt ja nur Müll bei rum. So, super. Gut, mal sehen. Da ist noch mehr. Ich könnte mich jetzt aber doch um die Fleischschwanzen kümmern. So, weiter hacken. Einfach mal hacken. Wie sieht es denn aus mit den Fähigkeiten? Wir sind bei 70. Ja, ich glaube, da kommt auch nicht mehr viel mehr. Wahrscheinlich kann man da deutlich mehr Geld machen, wenn man das irgendwie vorher noch voll upgradet oder so. Aber ganz ehrlich, who cares? Ja? Das wird schon gehen. Ich bin 70% dafür, dass wir eigentlich ein Held sind, ja? Ein namenloser Held, der sich so jetzt gar nicht expertisenmäßig im Gold-Schürfer-Business auskennt. Da stehen wir doch mit 70% Knowledge schon ganz gut da. Ne? Also da gibt es einige, die deutlich weniger Knowledge haben und sich trotzdem für Experten halten. Ne? Also insofern, Props gehen raus an meinen Helden. Er ist schon ein dufter Typ. Der macht das. Der hat das im Griff. So, warte, erstmal hier um den Goldklumpen kümmern. Einfach mal drüpp hauen, ne? Immer drüpp mit nem, mit der Hacke. Ruff mit der Hacke, ruff mit der Hacke. Trümmerschlag. Einfach mal hacken. So. Zack. Zack. Jawoll. Sammeln und sammeln. Hier ist leider kein Gold mehr. Kein Gold mehr für uns. Alles Gold ist aufgebraucht.
Gut, aber Sklaven sind schon mal weg. Das ist schon mal nice. Hier ist noch was. Hacken. Einfach mal hacken. Immer munter hacken. Es wird gehackt, was geht. Da ist auch noch einer. Immer munter drauf. Lübt. War ich hier schon dran? Ne? Da wird wieder geknuspert, du. Wunderbar. Zack. Hier ist sich halt so ein Käse da reindrückt. Ich find's geil. Ich find's einfach geil. Keine Ahnung. Diese. Ach, weiß auch nicht. Gothic, das versprüht bei mir einen Charme. Es ist unnormal. Und jetzt mit dem Diablo 2 Resurrected erlebe ich gerade irgendwie so meine ganze Jugend gerade wieder. Das ist verrückt. Diablo 2 habe ich auch gesuchtet ohne Ende, aber auch nie wirklich gut, weißt du, so immer so, ich hab mich treiben lassen, ich hatte nie den Ansporn, dass es mich super mit, ich konnte ja nicht mal die Runenwörter und so ein Scheiß, ne, haben wir ja beim Stream gesehen, da habe ich mich nie mit beschäftigt, weil ich dachte, ah, und dann zeigt mir mal einer, was man damit machen kann, Alter, gehst du ab mit den Dingern, so okay, deswegen für Resurrected habe ich mir jetzt auch vorgenommen, auch mal ordentlich einzusteigen jetzt, ne, ich hole das jetzt alles nach, ja, richtig schön, richtig schön. Wir werden aber nebenbei weiterhin natürlich, ich werde jetzt mal, ich kann nicht anders über diese Kontroverse reden. Ich finde, das gehört dazu, dass man, wenn man so ein Blizzard-Spiel aktuell spielt, wenigstens darauf hinweist, in was für einem Umfeld dieses Spiel entstanden ist. Aber ich bin auch so einer der Auffassung, das Spiel jetzt komplett zu boykottieren und damit auch die Arbeit, die die Entwickler ja nun trotzdem geleistet haben, damit nicht zu honorieren, ist, glaube ich, auch nicht der beste Weg, ja. Das hilft den Leuten ja auch nicht, die daran jetzt gearbeitet haben und dann vielleicht ihren Job verlieren oder sowas, ne? Ne? Wichtiger ist, dass die Leute, die so ein Umfeld überhaupt haben entstehen lassen, entsprechend zur Verantwortung gezogen werden und dass man die Leute darauf aufmerksam gemacht macht. Es ist erstaunlich, wie viele es halt auch nicht mitbekommen. Hier in Deutschland ist eh eine andere Gaming-Bubble als in den USA. In den USA hat das ja riesige Wellen geschlagen. Hier in Deutschland so mittel, sag mal, also viele haben es gar nicht mitbekommen. Mein Arbeitskollege hat mir auch ganz stolz erklärt, dass er jetzt sich das gekauft hat. Und ich dachte, hast du ja den besten Moment ausgesucht, das jetzt zu kaufen. Ne, ich hatte es halt schon vorbestellt. Ja, ich weiß, böse, dumm. Ich sag's ja selber immer, ist doch doof, Dinge vorzubestellen. Aber da war ich mir relativ sicher, nachdem die ersten Alphas draußen waren und die Leute es anspielen konnten, dass die es nicht mehr verkacken. Und in meiner Meinung nach haben sie es nicht verkackt. Ein paar Sachen hätte ich mir gewünscht. Diese Möglichkeit, jederzeit zu reskinnen oder zumindest bei einem NPC für Geld, das jederzeit zu machen und nicht irgendwie nur dreimal, das hätte ich mir gewünscht. Und ich hätte mir ein größeres Inventar gewünscht. Hey, ich hätte mir stackable Items gewünscht, also Tränke und sowas, dass sie jetzt stacken können. Und was habe ich mir noch gewünscht, was sie so gelassen haben? Die Skillleiste. Es gibt immer noch keine Skillleiste. Also mit Maustastatur musst du immer erst noch einen Knopf drücken und dann erst den Skill auslösen. Das hätte ich mir auch gewünscht, ne? So, wir werden jetzt mal Goldbrocken tauschen. Lass uns tauschen. Alle Goldbrocken. Mal gucken, was da rumkommt. 1170, ja geil. So, weitermachen. Ich hoffe, ich brauche nachher keine. Dann hätten wir jetzt ein Problem, ne? Aber gut, das werden wir dann feststellen, wenn es soweit ist. Ich liebe Probleme und deren Herausforderungen. So. Ich würde sagen, bevor wir uns dann jetzt Richtung Raven weiter bewegen, würde ich tatsächlich jetzt erstmal diesen einen Bereich noch erkunden. Opala, wo werde ich denn jetzt hin? Den wir noch nicht erkundet haben. Da unten dieses Sumpfgebiet da. Da waren wir noch gar nicht. Und das würde ich jetzt erstmal vorschlagen, machen wir jetzt, bevor wir uns mit Raven beschäftigen. Weil ich glaube, Raven endet, das endet bestimmt die Story des DLC sag ich schon, des Addons. Deswegen lasst uns lieber nochmal den unteren Bereich erforschen. Wir müssen ja auch noch in eine weitere der Gruften rein. War das eigentlich eins dieser alten Gebäude? Könnte sein, dass das eins dieser Gebäude ist. Da oben scheint auch noch eins zu sein. Na, mal sehen. Wir müssen ja auch noch all diese Gebäude finden mit den bunten Tafeln. Hm. Hier liegt noch ein Fisch rum. Sehr schön. So. Gehen wir mal kurz zu Saturas, sagen ihm mal eben Bescheid. Der wird sich, glaube ich, auch freuen, dass die Sklaven befreit worden sind. Wo steht er denn rum, der gute Mann? Da ist er wieder. Chillt seine Nuggets. Saturas altes Haus, na?
Also, wegen Raven. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Aber vielleicht kann man den doch platt machen ohne Gefahr. Adanos möge dich schützen. Adanos möge auch dich schützen. Ich habe jetzt aber trotzdem Bock, den Bereich dazu erkunden. Okay, lass mal einfach mal machen. Wir kommen ja ganz schnell jetzt jederzeit zu Raven. Wir müssen nur reingehen und dann knölzen wir ihn um, ne? Kein Problem. Eben nochmal Powernap. Bis zum nächsten Morgen. Und dann geht's mal ab. Ich habe jetzt irgendwie Bock drauf. Ich habe vor allem Bock, mal wieder ein bisschen gegen Viechzeug zu kämpfen. So, das ist ja da vorne dann gleich seitlich runter. Da gibt es mehrere Wege, drei Bereiche. Und dann gucken wir uns die jetzt einfach mal alle an. Mal sehen, was wir da noch finden, ob wir noch Quests finden. Da oben ist auch noch ein alter Tempel, in dem wir noch gar nicht waren. Sollten wir vielleicht auch mal reingehen. Vielleicht ist da schon so eine bunte Tafel drin. Wäre irgendwie witzig. Das wäre dann einfach gewesen. Da sind wir auch noch nicht reingelatscht. Die ganze Zeit gesehen, das Ding, aber mal reingegangen. Nö, komm, Bruder. Wir wollen es jetzt auch nicht überarbeiten, ne? Muss jetzt auch nicht sein. Ist hier irgendwas? Nö. Judy. Dann Mantel. Dann Mantel. Ich wudi watto, ich sag euch das. Oh, eine Heilpflanze. Nee, 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 nee. Noch eine Heilpflanze. So, dann geht's los. Ja, wir müssen mal speichern, oder? Noch nicht gespeichert. Ah, da, Kropfzeug. Super. Es geht los. Endlich wieder ein bisschen was platt machen. Eine Fangheuschrecke. Bums. Na komm, die nächste hier, komm. Weißt, wisst ihr, was mir auch am besten an diesem Addon gefällt momentan bis jetzt? Hab ich noch gar nicht so erwähnt, was ich hier so richtig krass und klasse finde. Es gibt keine Mützenmänner. Es gibt die hier einfach nicht. Wir haben hier einfach Ruhe vor den Biestern. Die nerven ja so ungemein. Da bin ich auch gespannt, wenn das am Hauptspiel dann aufhört. Ich hoffe, das hört zu einem Moment auch wieder auf. Die werden ja wohl nicht ewiglich da sein, oder? Beziehungsweise, wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass wir die easy platt machen, ohne Stress. So, hier ein paar Pfeile noch einsammeln. Ach, komm her. So. Was ist denn hier hinten in der Ecke noch, ne? Immer die Natur erforschen, Leute. Da ist immer irgendwo irgendwas versteckt. Und wenn es nur ein Bandit ist, der dir auf die Fresse hauen will, ne? Irgendwas findest du immer. So, hier noch ein paar Heilpflanzen. Ihr kennt das ja. Ich sammle alles ein. Das muss ins Inventar hinein. So, da sind ein paar Snapper. Da vorne ist... Was ist denn das? Varan? Ja. Treffe ich euch von hier oben? Ja. Ehre. Sehr schön, da hinten ist noch ein Snapper, der ist verwirrt. Auch den treffe ich. So, mal den Varan da platt machen, ne? Mal gucken, treffe ich den von hier? Ja. Alter, Varan, auch gar kein Problem mehr. Easy. Läuft einfach nur noch. So. Was war das? Eine Waldbeere. Holen wir uns mal einen Überblick. Es sieht alles sehr zerklüftet aus hier. Das wird noch interessant. Vor allen Dingen eine gute Gelegenheit, auch mal hier oben Dinge zu verstecken. Ja, dass man irgendwo hochklettern muss oder so. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass wir da ein Auge drauf werfen, ob irgendwelche Dinge oben sind. Sag ich jetzt noch, werde ich komplett gleich vergessen. Reis, dürft ihr gerne mit drauf achten, ob wir da irgendwo was finden. Schnapper. Noch ein Schnapper. Oh, scheiße, das war knapp. Das war nicht gewollt. So. Noch ein Schnapper. Und ein Dunkelpilz. Hier loote ich mal doch lieber mit der Maus, wa? Statt Alt zu drücken.
Das kann hier bei diesen bergigen Klippen. Alter, ein Ork? Ein Ork? Scheiße, ein Ork? Oh oh. Oh, what the fuck? Oh, scheiße, Bruder. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh. Juckt. Juckt hart. Och, nö. Also, mehr speichern wieder. Jetzt kommen wieder die Kommentare. Ja, mit Speicher hast du es nicht so, ne? Ich speichere schon viel. Aber das war jetzt ja... Also, du konntest ja nicht ahnen, dass da jetzt gleich ein Ork um die Ecke kommt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und vor allen Dingen haben wir die nicht platt gekriegt. Ach ja, warte mal. Ich bin ja dumm. Moment, ich habe die falsche Rüstung an. Ja. Wir sind ja jetzt nicht mehr im Sumpf unterwegs. Das heißt, jetzt dürfen wir durchaus wieder unsere richtige Rüstung anziehen. Die auch ein bisschen mehr Damage. Bisschen viel mehr Damage. Viel mehr Damage abhält. Oh Mann. Das war ja dumm. Gut, sorry. Sorry, Leute, sorry. Wir könnten natürlich jetzt auch mal mit dem Leveln anfangen, ne? Also, mal wieder ein paar Punkte investieren. Aber wie gesagt, ich warte mal nochmal auf euer Feedback, ja? Feedback, wie wir es jetzt machen sollen. Diskutiert das nochmal mit mir. Ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal einen Bogen auf die nächste Stufe noch hochbringen. Von den Prozentzahlen her. Dann würde ich richtig was in Decks reinballern. Dass wir nochmal so 10 höher sind, dass wir vielleicht den nächsten Bogen schon den nächststärkeren Bogen tragen können. Und danach würde ich vermutlich einmal nochmal in eine Tafel investieren. Die nächste Stufe. Der Erbauer. Und wird das eben machen. Oh, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal wieder sammeln. Sorry, Leute. Also ich muss nicht, aber ich werde es halt wieder tun. Ihr kennt es ja. Ich denke, das wäre so das, was ich machen würde. Wir könnten aber auch auf diesen Trank gehen. Der kostet aber irgendwie 20 LP. Das kann man ja auch nach hinten anstellen noch. Wichtig ist auf jeden Fall, Dex muss jetzt mal langsam gepusht werden. Wir müssen den Damage-Output drastisch erhöhen. Damit wir auch mal entspannt so einen Ork platt machen können, weißt du? Das muss halt gehen. Ist einfach so. Das geht aktuell noch nicht. Beziehungsweise nicht angenehm. Ich glaube, da ist aber auch nur ein einziger Ork. Sind da noch mehr Orks? Ist hier dicke Ratten? Da gehen wir dann mal entspannt hin. Wir kriegen den platt, keine Sorge. Das geht schon. Das kam jetzt einfach nur unerwartet, muss ich sagen. Habe ich jetzt halt nicht mit gerechnet. Dann Snapper am Start. Moin. Oh, egal. Bam. Kommt da so ein Ork angeeiert? Ugatjaka. Wir waren vorhin 3 Snapper. So lobe ich mir das. Schnapper! Was sind wir schon wieder? So. Oh oh. Dich sammeln wir auch noch eben. Dich. Dich. So. Okay. Hier nochmal wieder gucken. Waldbeere. Dö, 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 dö. So, speichern. Und nun versuchen wir uns nochmal dem Ork zu widmen. Der hat halt dann auf einmal so einen Superhau hier. Ganz viele Hau-Dinger hintereinander gemacht. Das war ein bisschen ein Problem. So, eine Sumpfratte. Noch eine Sumpfratte. Können ihn auch erstmal umgehen. Wir müssen ja nicht gegen den kämpfen. Da ist nichts zu holen. Uka-chaka. Okay, jetzt werden wir uns doch mal dem Ork stellen. Ganz entspannt und vorsichtig. Okay, gleich nächste Folge dann erst. Ja, Han, ist doch alles gut. Bleib mal entspannt. Bleib mal locker. Meine Lieben, ihr hört in Han Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bitte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder, ne? Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.